dann jetzt jedes Moment, dass jeder Game ohne Spieler. Ja. Los ungefähr und ich bin jetzt von einer halben Stunde, 30 Stunden nach Hause, hab jetzt nur schnell eine Pizza gegessen, so halb. Ich bin heute durch. Keine Ahnung, wie viele Kilometer ich da gelaufen bin. Was hast du gesagt? Oh, das tut mir leid. Wird die geschossen wie ein Katapult. Was muss man trinken, um sowas zu machen? Wir waren da, also wir waren jetzt drin, alle über 30. Wir hatten Spaß. Ja, aber da ist ja nichts drin, weil ich nichts sagen, Bock hat. Auf sowas. Auch schön
einfach nicht immer das. Oh, sieht man da auch auf den Bildern. Auf den Bildern immer das Dunkel, weil ich mir viel mit dem Video mache. Nicht auf dem Cover, aber da ist auch so ein Promo-Bild. Hier dieser Bilder, das ist das sechste Bild, da spielen so ein paar Kinder und die spielen die Leute mit Kindern vor. Die neue wöchentliche Sendung startet. Wie heißt die Sendung? Keine Ahnung. Captain Tsubasa Season 2 Recap. Finde ich gut. Jeden Sonntag kommt ja gleich. Oh, was du Wichser! Sounddatei. Jede Woche kommt ja Sonntag, immer kurz nach Japan Ausstrahlung auf Crunchyroll mit Subs die Folge raus. So, du hast die gesehen. Ich habe die gesehen, die erste Folge. Captain Tsubasa Season 2. Season 1 war ja die Captain Tsubasa 2018 Anime-Sache da. Nani? Was ja die Schul-Arc zusammengefasst hat. Dann gab es den Cliffhanger. Die Nationalmannschaft wird nominiert für das U16-Turnier. Angeblich, so sagt der Toner, aber ich habe immer noch keine Beweise gesehen, hat man im Anime über die U16-WM in USA geredet, weil das ja im Spiel Rise of New Champions auch USA war, aber habe ich nicht mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Aber vielleicht habe ich auch in dem Moment nicht so drauf geachtet. Ich habe die Serie auch nicht gesehen, 2018 kann ich also nicht sagen. Nee, habe ich auch nicht. Ich dachte, wir schauen die Folge jetzt zusammen, ist ja zu spät. Ja. Ich esse Schiff, Seitangen, wir schauen die Folge garantiert nicht live im Stream, das ist verboten. Zumal auch das Intro, das auf YouTube so ohne Ende wieder geclaimt wird. Da will ich nicht nochmal in die Bredouille geraten. Scheck ist heute eh betrunken, er denkt, irgendwelche brasilianischen Spieler wären Robson. Das stimmt, ja. So, ihr seid spät dran. Ich habe sie schon vor 20 Jahren gesehen, aber mit einigen Änderungen, wie zum Beispiel Smartphones und so. Das hatte. Ja, das stimmt. Außerdem war es vor 30 Jahren. Tsubasa hatte nur 85% auf sein Smartphone. Okay. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich achte auf sowas. Ich habe immer 100, wenn ich zu Hause bin. Immer an der Steckdose. Ja, und ja, ich weiß, es ist nicht richtig. Nö, ich habe es auch immer. Ich wechsle sowieso alle 2 Jahre mein Handy. Also, ja. Oh, wer ist hier der Reiche? Ich nicht. Selbst Screenshots können weggestrikt. Ach, Blami, nein. Nicht meine Screenshots, habe ich alle. Ich habe die selber gezeichnet. Wir sind doch die offiziellen deutschen CT Season 2 Talker. Die Folge fängt direkt an mit Hamburg. Im Intro. Ach so, mit dem Intro, genau. Von AS1 oder wie heißt die? Nee, von. Ich habe vergessen. Wie AS das. United, oder? AS1 heißt der. Nein, AS1 heißt der Song. Von Johnny West. Johnny West heißt die Band. Screenshots können weggestrikt werden. Nein, im Leben. Ich hab gesehen, wie Sis Bros letztes Mal gestreamt hat, die Folge. Ganz kleine Kamera oben rechts hat die Folge abgespielt. Also, und das ist auch noch nicht gestrikt worden, glaube ich. Da muss ich die Folge schauen. Ja, musst du. So, das ist ein Screenshot. Schneider, Karl-Heinz Schneider kommt hier. Hamburg und sofort am Provozieren, hey, jo, ich wechsle zu Bayern, die wissen wenigstens, was die an mir haben. Erinnerst du dich noch an die Szene? Ja klar, weil ich die Folge gesehen habe, fand ich sehr lustig, dass er so als arroganter Sack erst ist und dann ist er wieder lieb. Das war schade. Ja, stimmt. Noch wäre er durchgezogen, arrogantes Arschloch wäre lustiger. Aber wird halt nicht zu Schneider passen, weil der ist ja eigentlich ein Netter. Das ist übrigens Hamburg-Park hier, weil in Subs sagen die auch Hamburg. Also wird es Hamburg sein und nicht Grünwald. Wahrscheinlich werden die nicht Hamburger SV sagen, sondern nur Hamburg. Ja, ist ja vollkommen okay. Jeder genau. Weiß, was gemeint ist. Und was ich beeindruckend finde, guck mal, das Trikot von der Nummer 5, das sind die Dream Team Trikots. Ja, stimmt. Im Original. Da kennt man wenigstens dann mal. Ja, im Original Shin-CT-Anime waren das wirklich Hamburg Trikots mit Hamburg Logo. Ja, das dürfen sie ja heutzutage wahrscheinlich. Jetzt hat man wobei, gemerkt. Hamburg würde bestimmt erlauben, damit sie überhaupt mal Publicity. Könnte sein, dass wir es erlauben würden. Die verkaufen ja auch Tsubasa Merch im Online-Shop. Also, die werden ja, bestimmt froh drüber. Die Schneidersocken mit der Nummer 10. Ja, das verkaufen die nicht. So.
gucken wir mal, was das nächstes, der nächste Screenshot ist. Da sehen wir Schneider noch in voller Pracht, wo er sagt, auf Deutsch Untertitel, es tut offiziell sein, ich tue nach München wechseln. Das ist also der Beweis. In seinem schönen Polo-Shirt mit seiner komischen Halskette, hat er auch eine Halskette damals gehabt oder im Manga? Im Manga wahrscheinlich ja, weil das sehr Manga-getreu ist. Wird ja auch 39 Folgen haben, die Serie. Shin City hatte ja nur 13 Folgen, sehr kompakt. Werden auch ich gleich... hätte schön gefunden, ja, wenn er Nike-Shirt anhätte und dann zu Bayern wechselt. Wegen der Götze-Anspielung, meinst du? Ja, yeah, das wäre sehr lustig. Aber sowas Nike und so gibt es da ja nicht mehr. Nee, selbst Adidas ist ja eine andere Marke, die haben wir, das hatten wir doch im Gänse-Quiz gehabt. Ich weiß nicht mehr. Ja. Egal. Wäre aber lustig. So, es ist offiziell, ich tu nach München wechseln mit einer sehr tiefen Stimme. Sein Synchronsprecher hat eine tiefe Stimme. Was okay, ist denn das? Ist ja auch immerhin schon 16? 15? Jo. 16, zu den Dreh. Und hier sieht man, ja, das haben wir schon in den Vorschau gesehen. Rechts Genzo, links Schneider, die treffen wieder auf ein Mini-Duell hier. Hält Genzo seinen ja, 50, seinen ja, 51. Schuss, Feuerschuss von außerhalb. Das wollte ich dich fragen, seit ich die Folge gesehen habe. Wie war das im Original? Stand es da 50-50 und es war das entscheidende Duell oder war das wie hier 49-50 für Genzo? Das ist eine interessante Frage. Ich kann mich noch nicht mal erinnern, dass überhaupt gezählt wurde. Ja, doch, gezählt, ja. Die Frage, die ich halt hatte, wurde überhaupt der Elfmeter bis zum Ende gezeigt? Weil irgendwie hatte ich im Kopf, warum auch immer, das Endergebnis wurde nicht gezeigt. Und hier haben wir ja das Endergebnis quasi, ne? Ja, das ist unentschieden, steht scheinbar, ne? Ja, und dass der Ball halt reingeht, meine ich, ne? Ja, ich achte mal auf den Chat, Hamburg-Grün, was habe ich schon beantwortet? Ah, okay, Nani the Fuck hat die Folge echt gesehen, das hat Schneider tatsächlich gesagt. Die Folge, ja, Palka, du musst jetzt dran denken, natürlich, im Original spielt das alles in Westdeutschland, die hatten keine Technologie damals, ist einfach jetzt angepasst. Jetzt haben wir nur noch ein Deutschland. Hamburg war damals und heute auch Westdeutschland, wenn du es so siehst. Noch so, meinte das? Okay. Du hast schon recht, was du meinst. Und, genau, und so weiter und so fort. Alles angepasst, so. Aber wie gesagt, was ich gut fand, weil ich hatte das nicht mehr im Kopf, ob das im Original war oder nicht, dass man halt sieht, dass der Ball reingeht, um nochmal zu zeigen, wie stark Schneider eigentlich ist, wenn er 50 Mal von außerhalb des Strafraums trifft, gegen Genzo. Weiß nicht mehr, wie es in Shin Captain Tsubasa war, absolut. Keine Ahnung, und hier das Besondere, man sieht hier kurz Kals im Hintergrund. Achso, Gott, das meinst du. Okay. Aber man sieht ihn gleich nochmal. Man sieht ihn gleich nochmal. Ja, ich glaube, zweimal sieht man ihn, ne? Einmal mit der Nationalmannschaft und dann da anscheinend, das habe ich verpasst. Die halbe Millisekunde. Das schauen wir gleich, das sollte direkt gleich kommen. So, hier sieht man nochmal die Hamburger am Nerven, den Schneider am Nerven. Was soll das? Was tust du hier nach München wechseln? Und hier wird auch ein Untertitel erwähnt, Hamburg hat ja nicht nur die Jugendmeisterschaft gewonnen, sondern anscheinend auch einen Titel in Europa. Heißt die U16 Champions League wahrscheinlich. Ich habe noch eine Frage. Ja, haben wir nachher noch ein paar Minuten Zeit? Weil Crash sagt da gerade was mit den Heel aufbauen. An der Folge ist mir auch wieder ein paar Sachen eingefallen, die mir zu Basa ganz generell von Grundschul-Arc bis Ende offen auf den Sack gehen. Wo man mit ganz einfachen Tricks besseres Storytelling hätte. Ja, sag doch. Da dauert ein paar Minuten. Ja, dann machen wir am Ende der Sendung. Machen wir am Ende der Sendung, weil Crash sagt da was ganz, ganz Wichtiges. Was bedeutet Heel? Bösewicht. Na, Wrestling gibt's Heel, die Bösen, und okay. Faces sind die Guten. Dann sag doch bitte Bösewicht, das ist doch viel kürzer als Heel. So, die Hamburger sind nicht gerade erfreut darüber, was Kalle, die Schnecke Schneider, zu sagen hat. Und hier ein sehr schönes kleines Bildchen, wie Genzo als Teufel dargestellt wird, als der ultimative Satan, scheinbar. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die Flammen da sind. Das habe ich auch nicht verstanden, warum eben auch schon im Bild. Warum macht man Kalle blau und Genzo rot und warum nicht andersrum? Ja, Feuerschutz oder Feuer ist doch prädestiniert, dass er rot ist. Richtig, ich habe nicht verstanden. Das ist so dumm für dich. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum ist er auf der Feuerseite? Das ist doch so, ja, keine Ahnung. Habe ich nie verstanden. Ist das Kizugi mit dem blonden Haaren richtig? Das ist der deutsche Kizugi, ja. Ganz rechts, richtig. Die haben alle einen Namen, die Hamburger leider, aber ich habe die Namen nicht lange im Kopf. Meier, Hoeneß und so weiter heißen die alle. Und Linz. Ich weiß nur nicht, wer ist.
Bei einer Sache kann ich schon spoilern mit Heal aufbauen, ne? Mhm. Okay, ja, machen wir am Ende. Da gehen wir mal komplett CT in schnell durch, was ich ändern würde. Und du sagst mir, dass es 100 pro besser ist als das Original, was ich da vorschlag. Mhm. Wenn nicht, war nicht. Gut, hier sieht man Schneider, der beim Schuss bereit ist, auch ein schön, aber warum auch hier das Blau? Hm. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Verstehe nicht. Ich meine, es heißt Feuer, warum Blau? Ich verstehe, wenn es jetzt irgendwie Schwarz-Rot-Gold wäre, von mir aus, oder was weiß ich, aber warum Blau? Also ich verstehe es nicht. Auch der Zeichenstil an sich, das sieht man jetzt nicht in den einzelnen Screenshots, aber so, wenn die Bilder sich bewegen, sieht nicht so gut aus. Also da war schon der 2018er Anime, was ich da gesehen habe, schon irgendwie viel mehr. Ich weiß nicht, wie der 18er war, aber vielmehr bei dem Feuerschuss auf, dass das sah laggy aus im Grunde, ne? Weil der so hin und sehr her... wenig Frames. Es hatte sehr wenig Frames, fand ich. Das ist ja, sehr genau. Komisch. Das ist blaues Feuer. Das ist eine Marco-Referenz. Okay. Ja, das ist ja... Ich fand's halt doof. Ich fand's unlogisch. Wären's gelbe Flammen von mir aus wegen den Haaren und Deutschland, aber blau ergibt in keiner Welt für mich Sinn. Genau, während Genzo und Schneider herumspassen, sind die Japaner... Alleine hier, sorry. Japan hat ja blaue Sachen, also wird blaue Flamme ja umso besser zu Genzo passen. Diese Blue Warriors, die werden doch Blue Warriors genannt. Ja, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Und nicht die Fire Warriors. Ja, ich versteh's nicht. Jedenfalls, während Genzo seinen Schabernack in Hamburg treibt, sind die Japaner noch nicht nach Europa gereist, sondern haben noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, Shizuoka oder was weiß ich. Da, ne? Wir haben die erstmal noch gegen Hochschule, Mittelschule und so weiter, hier ihre komischen Testspiele. Was bei Shin-CT, bin ich mir nicht sicher, ob alle gezeigt wurden oder nur eine oder gar keine. Auf jeden Fall gab es doch den Film, irgendein CT-Film, wo die gegen eine Hochschule, Tohum Hochschule, glaube ich, gespielt haben. Boah, haben wir doch gesehen, oder? Die Tor gegen Tohum Hochschule. War das nicht so ein Trainingsspiel untereinander, dieser nervige Film, wo der voller Flashbacks war? Das war, glaube ich, ein anderer Film, oder? Oh. Bring ich das durcheinander? Ich weiß es nicht, aber... Es gab doch nur 5 Filme. Zweimal gegen Europa, einmal gegen Südamerika... Ja. Dieser nervige 5. Film und der 4. waren doch die Holländer. Der 5. war der Holland-Film? Ja, dann war der 4. halt der nervige Flashback-Film. Und das waren doch alle 5 Filme, die es überhaupt gab. Weiß nicht, ne? Der Flashback, wo die dazu... Ja doch, das war der Flashback. Die haben gegen Toho gespielt. Flashback haben sie gegen Japan gegen Japan, also gegen sich selber gespielt. Wirklich? Das war so auch so ein nerviges Trainingsspiel gegen sich. Dann war es vielleicht doch Shin Tsubasa, wo die gegen Toho gespielt haben. War doch die erste Folge, okay, Palkia sagt, dann war es doch Shin City, habe ich mit dem Film wahrscheinlich verwechselt, okay. Einzige nicht rote Feuer, was ich akzeptiere, Itachi schwarz, ist, okay, keine Ahnung, was das bedeutet, das war nicht im Film. Ja gut, habe ich verwechselt. Na was? Okay. Ist das Naruto. So, und akzeptiere ich auch, das ist cool. Die Japanesen trainieren in schönen blauen Trainingsanzügen und Nanu, ein Schwenker nach Tsubasas Zimmer und da sehen wir einige Pokale, die er errungen hat. Aha. Ja, den Pokal für das Unentschieden im Endspiel, der Lächerlichkeitspokal. Hier MVP wurde er ein paar Mal scheinbar. Natürlich. Respektovic. Und nach seinen Trophäen sehen wir, ihr wisst es alle, sein Portugiesischlehrer, den gab es glaube ich nicht in Shin City, nee. Das wurde... Nur im das finde ich aber gut, weil das macht auch mal Sinn. Ja, im Manga passiert in dieser Arc eigentlich viel, viel mehr. Shin City war ja nur eine OVA, also haben die ein bisschen zusammengepresst für 13 Folgen auf Sport konzentriert. Was mich halt verwirrt hat, ist die England-Fahne, aber egal. Die Mutterland des Fußballs und das Hauptland. Ja, Brasil ist sein Ziel, es ist kein Japan, vielleicht so irgendeine random England-Fahne. Er hat ja mit England absolut nichts zu tun. Wenn das jetzt Frankreich wäre wegen der U16-PM, okay. Aber so? Vielleicht war die umsonst irgendwo oder im Doppelpack zu haben, keine Ahnung. Jedenfalls. Ja, das kann natürlich sein. Und vielleicht, oder er dachte, es ist die Schweizer Flagge. Die Japaner wissen nicht, wie europäische Flaggen aussehen. So im Hintergrund. Fotos, wo ich mich frage, wer hat die Fotos da so gemacht? Das sind ja eigentlich Anime-Screenshots von der ersten Staffel. Sané. Immer ja. Sané. Oh, da kommen wir ja bestimmt noch zu. So, das ist Foreshadowing, dass Tsubasa in Next Dream bald wechselt, okay? Wie kann sich eine alleinerziehende Mutter einfach so privat unterrichten? So, sie hat doch Roberto und den Mann. Ja, sie hat zwei Männer. Die holt ja gleich noch hier den Vater ab. Nachdem Roberto hier abgehauen ist. Dann hat sie als Zeitman. Der hat bestimmt Geld.
Meinst du, das ist Robertos Bruder, der auch noch zur Basismutter wegflankt? Ich will nicht wissen, was der Dolmetscher macht, das reicht, ja. So, das ist der Dolmetscher und hier sieht man Tsubasas Smartphone, hat er wirklich nur 85%, ich sehe es gar aber nicht. Auch ganz wichtig doch, zu zeigen, dass der Dolmetscher natürlich auch aus Brasilien kommt mit einer grünen-gelben Hose. Ist wichtig, sonst hätten wir es nicht verstanden. Ich habe auch eine schwarz-rot-golde Trainingshosen und so weiter. Und warum hat der Bluetooth an? Das verbraucht sehr viel Akku, Tsubasa. Weil er ein Idiot ist, das wissen wir doch. Er einfach alles an, was geht, wird angemacht. So, da hat er einen Videocall bekommen von Ishii Tsatsiki. Tepai, ganz wichtig, ist mit dabei. Tepai ist dabei, ja, spielen tut er ja nicht, da muss er da in die Medien ja, halt, vor der Kamera. Ja, spielt er tatsächlich nicht. Ich glaube, der wurde aber nominiert, oder? Ja, und dann sieht man auf der Bank da rumsitzen mit Izawa später einmal im Toho-Spiel. So, das ist die Nachricht zu Basa, uns geht es super, wir haben hier gegen irgendeine Oberschule gewonnen, Halleluja. Bis dann. Es ist auch bezeichnend, dass die Tachibanas mit im Videocall sind, aber nicht hier Takazugi, sein Nankatsu-Kumpel. Gibt's da Reibereien? Ja. Zwischen Tsubasa und... Stimmt, das Crash auch recht. Und so, die Szene mit dem Unterricht hat jedenfalls ein wichtiges Take auch mal. Fußballer können nur Physik spielen und sonst zu faul für andere Fächer. Sachen. Was? Warum? Oder ist nochmal Kals, der ist ja dreimal zu sehen. Das meine ich ja, das ist das zweite. Dreimal, das habe ich nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall das andere ja, Kals-Bild. Als die ganzen Nationalmannschaften gezeigt werden, ist Kals auch als deutscher Spieler. Sieht man den auch dann? Oh, gut. Und hier hat Kals eine normale Nase, nicht wie in den Bildern, die wir davor gesehen haben. Das ist seine normale Nase, Gott sei Dank, und nicht seine Shin-City-Nase. Aber es ist verwirrend, wie unprominent Kals eigentlich da ist. Er ist einfach nur so ein random No-Name-Spieler. War im Manga auch, der war am Anfang nur nebenbei dabei und auf einmal ging das Hamburg-Spiel los und dann hat er sich gedacht, okay, ich bin ein Führungsspieler. Ja, stimmt. Tsubasa ist ein Idiot. Ist so dieser typische Japan-Charakter. Von diesen nennt man das Shonen? Goku stimmt. Ist ja auch ein Idiot. Hier, Ruffy ist ja eigentlich auch ein Idiot. Und vor allem, der ist so eindimensional, aber das wissen wir doch alle. Tsubasa hat keine Tiefe, die ganze Serie hat so, keine und Tiefe. Da kommen wir später zu, wenn ich okay. CT umbucke. Gut, aber. Ja, aber was Tsubasa geil macht, Powerschüsse, und das ist das Gute dran, hat er mit Captain Tsubasa 18 angefangen, Powerschüsse, Effekte, und genau das will ich sehen. Das hatten wir schon bei Route 2. Ja, aber dann die Feuerschüsse Effekte. Und so war, schon Effekte. Die waren aber sehr scheiße, Ja, natürlich waren die scheiße, aber da hatten sie schon Effekte. Guck dir diesen leckeren Feuerschuss an, lecker, lecker. Ja, das ist, der schmeckt. Wie das mein stimmt. Bier. Ich weiß nicht, was es ist, ich hatte es noch vom Oktoberfest-Stream. Mhm. Es ist ein dunkles Bayern-Bier. Okay. Wie waren sie nicht? Doch, die waren scheiße in Road 2. Die waren richtig scheiße. Der ganze Anime war richtig scheiße. Ich muss so lachen heute wegen Scheck, ey. Irgendwie im Intro eine 3-Sekunden-Random-Fan wird gezeigt. Wer ist das? Fand ich schon geil, Scheck. Und jeder kennt das Intro. Wieso hat man sich nicht vor 20 Jahren die Frage gestellt? Aber das war nur das Intro, mein Gott. Und der Ball ist drin. So, das richtig ist der, und richtig. Ein schöner schweifhafter Feuerschuss. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, ihr habt die Schüsse und Techniken, carryen die ganzen Shows. Ja, und das ist gut, dass man begriffen hat, dass Captain Tsubasa keine Tiefe hat. Wir machen das jetzt einfach nur wegen Effekte, Schüsse. Bleiben wir mal so. Das finde ich nicht schlecht. Also, wer Tiefe haben will, kann sich ja Blue Lock angucken. Sport-Anime, was ja auch gut ist. Da geht es zu 90% um Sport. Fußball ist ein Sport, der findet andauernd statt. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, Hajime no Ippo ist ja Boxen. Da kannst du natürlich nicht jedes Kapitel einen Boxkampf machen. Da sind ja manchmal mehrere Monate Pause dazwischen. Da ist ja auch viel, sehr, sehr viel Nebenstories. Da hast du so gemixt. Bei Fußball ist natürlich Training und Spiele und so geht in den Vordergrund. Ne? Passt schon. Wobei, wie gesagt, es gibt Animes wie Blue Lock, auch ein Fußball-Anime, der hat Tiefe. Wer Tiefe braucht, aber kann sich das angucken. Ich rede jetzt von realistisch. Blue Lock ist doch hier mit diesem Battle Royale. Ja, aber... Also das ist ja nicht, ich sag mal, das ist ja realistisch Fußball mit Superschüssen. Also Blue Lock hat keine Superschüsse, also ist das wohl realistische. Ja, okay. Mit realistisch meine ich, das sind echte Nationalteams mit echten Vereinsmannschaft mit echten Wettbewerben hat, und so. Ey, bei Blue Lock sind Messi und Ronaldo, werden die mehrmals erwähnt. Ja, kann ja sein, dass die erwähnt werden, aber ich weiß, was ich meine. Hier gibt's eine WM, es gibt Nationalmannschaften, es gibt, ja, aber es gibt Bundesliga ja, und alles. Gibt's das Lock bei Blue ja Lock auch? Eigentlich auch, das ist ja am Anfang... Okay. Die aber darum geht's halt nicht, ne? Am Anfang nicht, ne, das stimmt. Ja, da sind deswegen, die ja in ihrem Trainingszentrum. Das meine ich doch einfach, genau.
Tsubasa geht es von Anfang an schon um Anführungszeichen, Superschüsse ausgeklammert natürlich, realistischen Fußball mit realistischen Wettbewerben und so. Ja, Aoi Ashi gibt es glaube ich auch bei Crunchyroll, ich weiß nicht, aber die Bilder haben mich jetzt nicht überzeugt, aber ich, vielleicht gucke ich es mir mal an. Ich meine, es hat ja einen Grund, warum Tsubasa hier Iniesta und so oder alle möglichen immer Tsubasa. Ja, es hat nur einen Grund, das wurde gezeigt damals. Nicht, weil ja, das stimmt. Die anderen sind ja auch neuer. Ja, wir stimmt, sind ja auch nur Tsubasa-Fans. Wir machen das wegen der tollen Fußballserie aus den 90ern. Ja, das stimmt. Nur ist das und natürlich wegen Hermann Kaltz sind wir geblieben. Ja, das ist richtig. So, dass die Aufstellung, die Misugi gemacht hat, Wakashimatsu, Takasugi, Matsuyama wird als Libero getestet. Die Tachibane-Brüder, ich weiß nicht, ob das auch im früher war, in Shin-CT, dass einer. Ja, einer Stürmer, einer Mittelfeld, das war mir sehr komisch. War das wirklich so? Okay. Ja, ja, ich meine, das war früher auch und ich habe schon damals nicht verstanden, warum. Ja, lieber beide außen machen keinen Sinn, die müssen ja zusammen spielen. Ja, deswegen. Das macht keinen Sinn, die hintereinander zu spielen. Ja, vielleicht vorne, die wechseln sich vielleicht vorne ab, der linken Seite dann. Aber wie hat er entschieden, dass der eine im Mittelfeld und der andere im Sturm? Vielleicht einfach nur drauf und dann wechseln die sich so intuitiv selber auf dem Feld, ne? Das könnte sein. Gut, das ist die Aufstellung der Japanesen. Wer Takasugi spielen lässt, ist auch Emre Can-Fan. Lass Misugi in Ruhe. Wer ist eigentlich dieser Judo, der in der Verteidigung spielt? Ja, ach, der wurde bestimmt falsch übersetzt, aber das lassen wir mal lieber. Ja, ich finde es gut, dass es direkt am selben Tag schon die Übersetzung gibt, die Subs, also ja, das an Crunchyroll. So, das, die sehen wir wieder Genzo hinter roten Flammen. Warum habe ich das nochmal? Das ist ein anderes Bild. Nee, das ist ein anderes Bild, aber immer noch hinter Flammen. Gut. Auch wichtig, wie gut der japanische Coach ist, der einen 16-jährigen Schüler die Aufstellung machen lässt. Misugi hat halt taktisches Verständnis. Und warum wird der Trainer dann als Trainer bezahlt, wenn er nicht seinem Job nachgeht? Das fragt auch Felix Magath, der Kevin Prince Boateng gesagt hat, stell du mal auf, ich hab keinen Bock. Felix Magath ist eine Legende, der darf das. Okay, Mikami nicht, alles klar. Mikami nicht. So, und das ist irgendeine Oberschule, ich habe den Namen vergessen. Gegen die hat Japan knapp gewonnen, ohne zu basen. So, nächstes Bild. Ah, hier extra für dich das Bild. Vielleicht erkennst du beide Spiele. Die große Tepai-Szene. Selbst im Testspiel gegen eine random Mittelschule darf er oder Oberstufe darf er nicht mitspielen. Und Izawa ist das wahrscheinlich mit Shingo Aoi-Frisur auch nicht. Fliege zu würde, schlecht. Also ein Kind mit Hajime Herzen. Ist aber so schlecht wie ein Dream Team. Hajime kriegt noch niemals hier seinen Auftritt. Mhm. Genau, und was ich lustig finde, das sind ja dieselben Shin-CT Japan-Trikots wie in Shin-CT. Also die Trikots sind geblieben im Vergleich zu anderen Trikots. Was hasst Caleb eigentlich an Hajime, dass es bis heute nicht einen richtigen OR von ihm gibt? Weiß ich nicht. Das ist aber das neue Abwehrmonster ja für ein Kapitel. Für zwei Szenen. So, das war Kisugi, der jubelt. Und hier kommen wir zum nächsten Powerschuss. Wir sehen in dieser Folge nur zwei Powerschüsse. Das ist ein sehr interessanter Schuss, dieser Tigerschuss. Der hat irgendwie, natürlich fliegt ein Tiger durch die Gegend, aber vor allem diese pinke Streifen. Wo kommt der Touch von Pink her? Finde ich beeindruckend. Ich finde das richtig farblich. Damit es halt bunt aussieht wie ein Superschuss. Ich glaube, das hat keine tiefere Bedeutung. Aber warum hat man dann pink gewählt für einen harten Tigerschuss? Irgendwie untypisch, aber ich finde es. Ja, weil der Tiger halt rot ist und dann hätte man irgendwie was Blaues oder Pinkes nehmen müssen, damit du einen Kontrast hast. Ich denke, ich glaube, es wurden Leute eingestellt, die von Farbe und Mode sehr viel Ahnung haben, um zu entscheiden, wie die Superschüsse aussehen. Respekt. Das wäre sehr nice Szene in den Superschüssen und Grafikpunkte, das Remake. Genau, sehe ich auch so. Find ja, ich muss gut. Ja auch. In der Story kannst du ja nicht punkten. In Shin-City? Kennen wir ja alle. In Shin-City waren die Superschüsse ja, nicht wir so. Kommen da noch zu meinen Takes. Wir kommen da noch zu. Ich brauche mehrere Minuten. Und zwei Oberschüler. Ganz genau zuhören. Und zwei Oberschüler fliegen da noch weg. Natürlich. Apropos, ich stand jetzt. Anfang von Shin gibt es doch eh nur Feuerschuss. Ja, Mann, Tigerschuss. Die zwei Überschüsse. Also, wir sehen nur zwei, aber viel mehr gibt es ja auch gar nicht. Den Adlerschuss vielleicht noch und den Drive-Shot. Es gibt von Soda noch den Pass und der hat ja auch einen Messerschuss. Ja, stimmt, Soda, es gibt viele Power-Schüsse, einige.
Was stand So. jetzt, meine ich? So, Falkenschuss, ist der überhaupt schon so richtig? Also in Ronk war immer ein Falke zu sehen, wenn du geschossen hast. Richtig, 28.7. So, Tsubasas Daten, 28.07., da kriegen wir immer unsere Geburtstagstickets bei Dream Team. Was steht da noch da oben? Japaner ist er, der ist Ah, 1,67 richtig. groß, 55 Kilo tut er wiegen, Blutgruppe A. Überall immer die Japaner haben immer ihre Blutgruppe stehen, verrückte Bande. Und der hat die Nummer Warum immer? 10. Was gibt mir diese Information Blutgruppe A? Die anderen Sachen, okay. In Aber was gibt Japan, mir diese dumme Info jetzt, Blutgruppe A? aber in Japan ist das wirklich ein Zeichen, also ein Ja, etwas, ich was weiß, überall dass das steht. da ist, aber warum? Wenn wie jemand Blutspende braucht, wahrscheinlich. So. Okay, das ist wichtig im Anime bei einer fiktiven Figur, dass ich seine Blutgruppe weiß. Aber ich denke, das gehört halt dazu, wenn Japaner irgendwelche Statistiken Okay. aufzählen von jemandem, wie Von Größe mir oder aus. Gewicht, ist Blutgruppe immer dabei. Hier sieht man ein schönes Schneiderbild. Sein linker C. Crash, sein linker C. Auch hier das Deutschland-Trikot aus Dream Team. Ich Richtig. finde ein bisschen komisch. Also 2018er Anime war ja. 2018er Anime war ja eher ein Ronk. Hat ja eher darauf gearbeitet, dass Ronk, also Rise of New Champions, dann so Thema ist. Und es gibt Gerüchte, der Anime wurde nur produziert, um das Spiel zu vermarkten. Und hier sehen wir in dieser Season 2 sind die Trikots ja eher Dream Team-Trikots. Alle. Das Deutschland-Trikot ist das Dream Team, Hamburg-Trikot. Und wieso nichts Eigenes dann machen? Dream Team ist ja, Dream Team hat ja sich die Trikots ja auch nur ausgedacht. Und nicht von der Ja, Vorlage ich her. finde ganz ehrlich, die Trikots sind mir nicht so wichtig, solange man halbwegs erkennen kann, das ist Deutschland, das Ding. Ja, aber die haben ja Das war ganz die. nice, aber dann habe ich lieber ein Trikot, was ein bisschen fake ist, als so wieder so ein Scheiß wie Grünwald. Ja, aber warum nehmen die 1 zu 1 die Dream Team-Trikots? Hat das einen Weil sie Grund? dafür wahrscheinlich wegen Dream Team schon Rechte gekauft haben. Keine Ahnung. Oder hier, das Hamburg-Trikot von Gensler ist ja auch doch aus Dream Team. Die haben. Ich finde das sorgt für viele Fragen bei mir. So, hier sehen wir Gino Hernandez. Könnte sein, das ist meine Vermutung. Caleb vielleicht irgendwie mit in der Produktion involviert. Wir haben ja diese Dream Team-Aktion für die Anime-Ausstrahlung. Vielleicht haben die was damit zu tun. Ich Deine meine, Meinung. Takahashi hat doch auch was mit Caleb zu tun, ne? Und der wird ja auch was da in der Serie mit zu tun haben, irgendwie, ne? Dann hat er wahrscheinlich einmal das Trikot da entworfen für Dream Team und hier und nimmt einfach und fertig. Okay. Bevor der 500 Mal was machen muss. Wir wissen alle, wie Italiens. faul Takahashi ist. Ja, Italiens Superkeeper Gino Hernandez. Zu dem kommen wir, wenn mal er Thema sein wird. Wichtig, Europäer sind blond. Natürlich alle. Alle Alle sind sind blond, dabei. selbst Italiener. Wer kennt sie nicht, die typisch blonden Italiener? Wie? Für mich bist du ein Ich Kanake. weiß. Das ist richtig. So, das ist Juan Diaz, natürlich Latino. Oder wie Er Scheck. darf dann nicht blond sein. Es gibt keine blonden Latinos. Die sind immer dunkelhaarig. Oder wie Scheck sagen würde, die Hautfarbe von Margin. Juan Diaz. Wer wurde noch gezeigt? Natürlich Elsie de Pierre. Die süße kleine Pierre. Er ist Natürlich auch blond. Europäer, also er ist blond. Ja, Genau, man kennt Margin. es, die typisch blonden Franzosen mit ihrer weißen Hautfarbe in der Nationalelf. Richtig, so. Das waren alle Spieler leider in dieser Werbeeinblendung. Ah ne, da kommt noch einer und zwar Ramon Victorino. Der ist Latino, also darf der nicht blond sein. Und jemand bohrt hier scheinbar, warte mal. Ist das nicht eher Margins Also Hautfarbe? irgendwas draußen. Was? Ist Bitte? das nicht Margins Hautfarbe, Ja, eher könnte von sein, das ist Victorino? Margin. Nee, Margin ist Ochado dunkel, glaube ich. So, das ist Fiki Victorino von Uruguay. Oder wie Homer sagen würde, you are gay. Und das, jetzt kommen wir zu Finde ich bis einer. heute lustig, die Szene. Hier kommen wir zu einer sehr cringigen Szene. Rat mal, welche Cringe-Szene ich meine. Mit Sané? Richtig. Also Pack dir den Fuß an! Der das pennt ist in der schon Box! übergriffig, Was finde soll ich. das denn? Zum Basa Penta, die kommt einfach Geh ins mal Haus rein rein. und dann am Fuß.
Da dachte ich direkt an Daytona, die hat die Szene bestimmt geliebt. Und in der nächsten Szene macht sie sogar die Augen zu und auf einmal steht zur Base auf. Was machst du da? Sie spricht ein Fußgebet, ey. Wenn die noch dran lecken würde. Hätte bestimmt gemacht, wenn Tsubasa nicht aufgewacht wäre. Ja. Auch geil, die Mutter ganz entspannt, ne, als typische. Die Mutter lässt ja auch nichts anbrennen. Auch Tsubasa ist oben am Schlafen. Ja, ich muss weg. Hab mal viel Spaß da oben. Ja, die wusste doch ganz genau, dass Sané soll. Hey, komm, mein Kleiner, oh, komm, wir zählen gemeinsam bis 4. Und in 16 Jahren trinken wir gemeinsam Bier. Ja, Tsubasa wacht auf. Hm, was machst du denn hier? Und Sané total. Ich finde auch sehr schön, dass Tsubasa anscheinend keine Bettdecke und Kopfkissen hat. Oder so ein Billig-Kopfkissen nur. Ja, scheinbar. Hm. Und auch kein Gaming-Stuhl, der Lappen. Und guck mal an den Wänden. Links und rechts. Links und alle rechts. Fotos von Tsubasas Freunden. Keins. Lass also ich habe selten ein liebloseres Zimmer gesehen als seins. Sieht aus wie so ein Knastzimmer. Der ist ja auch meistens nur draußen. Hallo Toriyama. Dann ist kein Hotelzimmer. Aber das sieht ist aus. Leider das kein Hotelzimmer. Sieht aus wie ein typisches Hotelzimmer, da hat er schon recht. Aber es ist ja keins, wissen wir ja. Tsubasa ist erschrocken und schmeißt Sané natürlich raus. Was soll das? Das machst du nicht normal. Nein, natürlich nicht. Dann kommt es zu dieser Szene und das ist auch eine Side-Story aus dem Manga, wo die sich annähern und wo, wir spoilern jetzt einfach mal, am Ende nach Shins CT boxt er im Manga natürlich Koshikanda, den Boxer, weil er sich an Sané rangemacht hat und so endet eigentlich der Manga. Ich dachte schon, du sagst jetzt, er boxt Sané. Nein. Und im Shins CT war jetzt überhaupt nicht Thema, die Liebesgeschichte. Sané will natürlich Tsubasa sagen, wie sehr sie ihn mag, aber wird dann gleich gestört von einem Videocall. Ja, fand ich aber gut, dass wenigstens so ein bisschen Side-Story zwischen denen machen. Ich weiß noch damals im Manga, ja, es gab ein paar Szenen, aber der random Heiratsantrag war schon. Die haben ja nicht wirklich mal einmal gedatet. Es gab ja nur diese eine Story mit dem Boxer so ein bisschen. Ja. Aber so wirklich Date oder Annäherung gab es ja nie zwischen denen. Ja, da gab es den World Youth ja noch die Sache, die haben sich lange nicht gesehen. Dann fliegt Sané auf einmal nach Brasilien. Und da war Tsubasa doch gar nicht mehr da. Ja, oder das so. Also hier, dass sie da schon die Annäherung vorher haben, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, ist es auch. Ich hoffe wirklich, dass das nicht die letzte Staffel wird, sondern dass danach sofort World Youth kommt, dann auch ein Jahr später oder so. Meinst du nicht erst die Brasilien-Arc? Das gehört ja zu World Youth. Das gehört ja für mich zu World Youth. Aber dann müsste aber auch die Asien-Quali drin sein. Oder das wäre doch zu viel für eine Staffel, oder? Die haben ja Mittelschule. Oder meinst du, die Asien-Quali wird vielleicht übersprungen? Nee, die haben ja die haben ja die Schul-Arc, das waren 52 Folgen. Die haben Grundschule und Mittelschule in 52 Folgen reingepackt. Ich denke, die können die Club-Arc, also mit Shingo in Italien auch noch. Und okay, das wird doch zu viel. Italien wird eine Folge sein. Höchstens. Okay, je nachdem. Und die Asien-Quali zusammen. Ja, das stimmt. Oder vielleicht. Vielleicht passt werden das auch ein paar Spiele zusammengefasst, ganz ehrlich. Der Thailand-Spiel oder was, das geht in einer Folge. Ja, das ist wichtig. Ich muss, okay. Zwei Folgen, wenn überhaupt zwei Folgen Saudi-Arabien. 39 Folgen wird, Ende wird die WM sein. Gehe ich stark von aus, also das werden die locker Wochen. Schaffen. Das sind 39 Wochen. Oder was ja, ist die Frage? Plus, nee, wie weit kommen die in 39 Folgen, meint er? Ach so, das ist nur Shinsu, also die werden die WM schaffen. Wird nur die U16-WM sein, ganz einfach. Ja, 39 Folgen für die WM reichen locker. Ja. Weil im Grunde hast du ja nur 4 Spiele. Ja, du hast noch ein paar. Wer weiß, vielleicht ist ja nicht nur eine Folge. Ich meine, Hamburg von den WM-Spielen, ne? Gibt es ja eigentlich nur 4. Ja, aber im Manga wird ja auch, oder auch in Shin City wurde auch ein bisschen Uruguay gegen Deutschland gezeigt, ne? Wer weiß, ja, aber das werden das keine 2-3 Folgen sein. Nö, das mit nicht der eine vielleicht. Ja, ja, aber das meine ich ja. Es gibt ja wirklich nur 4 Spiele. 4 große, ja. So, und da kommt natürlich Tsubasas Vater. Tsubasa, ich bin zurück. Was habe ich die Jahre verpasst? War Roberto gut zu Mama? Mann, der war ja dazwischen auch Mama, ist denn da das Kind da? Warum hat das so dunkle Haut? Wem gehören die benutzten Kondome hier? Schöne Augen hat Tsubasas Mutter. Ich dachte schon, sein Vater meinst du. So, ja, Tsubasas Vater ist zurück, Halleluja. Als Schiffskapitän trägt er doch keine Krawatte, ne? Während der Arbeit.
Also er zieht sich nach der Arbeit um, zieht sich einen Anzug an, um nach Hause zu fahren. Und Piloten haben doch eine Krawatte an, oder? Pilot? Er ist doch Schiffskapitän. Ach so. Scheiße, ich hab gerade ein Flugzeug gedacht, ich weiß nicht warum. Ey, okay. So viel Geld macht er nicht. So, Tsubasas Vater hat mal kein Schiff gegen einen Eisberg gefahren, deswegen ist er so glücklich drauf. Sehr gut. Hier sehen wir eine Online-Zeitung, das ist auf dem Tablet wahrscheinlich zu sehen, wie die japanische U16, die Mittelschule, ja, stimmt, das recht die Oberschulteams alle vernichten. So, wer Japanisch kann, kann das jetzt auch lesen. Ich kann es nicht, deswegen überspringen wir es. Und ja, die haben noch ein Freundschaftsspiel in der Nähe scheinbar von Nankatsu oder so, weil Tsubasa und Sané sind jetzt auch da im Trainingsgelände. Mit El Boland, Karo, Hemden. Mhm. Ja, und jubeln der japanischen U16-Mannschaft zu. Gegen, das ist schon das Tohu-Spiel, glaube ich. Das muss das Tohu-Spiel sein, ja. Japans U16 gegen Tohu. Und da kommen schon die Tohu-Fritzen. Man sieht schon, das falsche Bild. Das sind Oberstufenschüler, die haben Bart. Ja, das ist das falsche Bild, weil ein Schüler hat ja Bart gehabt, ne? So komische Stoppeln, das hätte ich gerne gemacht. Ja, kennt er, weiß ich nicht. Die eine halt. Juckt auch keinen. So großgewachsene Toho-Oberschüler, die wahrscheinlich keinen Powerschuss haben, aber 1,72 Meter sind, das sind nur Japaner. Die Trikots sind nice, das sind normale Toho-Trikots. Ja, Toho-Trikots sind halt nice anscheinend. So, das sind die Toho-Trikots und Tsubasa wünschte, er würde auf dem Feld sein. Wie viel Tiefe muss ein Charakter haben, das zu denken? Ich finde das sehr gut gemacht. Sehr gut. Dass der Hauptcharakter spielen will. Sehr gut. Das ist richtig. Ich finde auch schön, da sieht man gut auf dem Bild die Manndeckung à la Terzic. Und ich sehe die Dreierkette von Letsch nicht vorhanden. So, Tsubasa will spielen. Und danach sehen wir... Aha. Natürlich, Munemasa Katagiri mit seinen Haaren, die im Winde vergehen. Oder Mann. Sie werden stark unter Druck gesetzt. Der fasst ja das Spiel zusammen, was ich lustig finde. Ja, das ist auch für sich selber. Plus bemerkenswert, dass er nach dem einzelnen Rückstand sagt, sie werden stark unter Druck gesetzt. Was für ein Meister. Aber, sagt er noch, aber. Aber? Ich bin kein Rassist, das Spiel aber hat 90 Minuten. Genau, Munemasa Katagiri, lange Zeit einer meiner Top 3 Charaktere. Ich glaube immer noch, vielleicht wahrscheinlich immer noch. Da ist auch viel Nostalgie mit, wegen der vielen AIDS-Erkrankungen. Genau. Hier zur Base mit seinem Karo-Hemd. Leute, es läuft alles auf ein Unentschieden heraus, aber was kann noch das alles ändern? Natürlich, indem Tsubasa sagt, Leute, ey, ihr macht das, glaube ich, noch. Erstmal alle. Denkt auf an Seite 10 oder 50, ich weiß nicht, 50, genau. Ne? Und plötzlich ein kurzer Satz, auf einmal spielt Japan, als ob die Weltmeister in Nonplusultra sind. Wie viel Tiefe das haben muss. Da sieht man dann neben... Oh, das Tor habe ich wahrscheinlich nicht. Das Spiel ist vorbei, Japan hat das Spiel gedreht. Und die Nummer 10 Japans kriegt Tsubasa. Tsubasa kriegt sein Nummer 10 Trikot überreicht. Top, ne? Ja, verdient. Ich meine, macht ja am meisten Sinn. Ich hätte ihm die 28 gegeben. Nicht die 69. Dann denkt er immer an Roberto. Genau. Und Tsubasa weint vor Freude, wie viel Anerkennung er kriegt. Das ist doch mal ein tiefer Charakterzug. Ja. Tsubasas Mutter hat noch mehr Tiefe als ihr Sohn. Ui, kommt noch die Kumi-Story? Oder wer auch immer das war, ich habe keine Ahnung. Yoshisaki meinst du, oder? Nee, mit so, Sané. Ich weiß nicht, ob das Kumi war. Hast du da noch Bilder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Das habe ich ja mit der Umarmung von Tsubasa praktisch zusammengefasst, Die Story. Ich wusste nicht mal, ob die dann noch extra kam oder so. Also jetzt bei deinen Bildern. Oder ob die jetzt erst kamen. Ich weiß nicht mehr in der Folge. Und Tsubasa, jetzt will ich wissen umso mehr nach Europa schreite. Und so endet die Folge. Um dann nach Brasilien zu gehen. Ja, ich weiß, was er meint. Und hier das Ende. Vorschau auf die nächste Folge am Sonntag. Begrüßung eines alten Gegners. Wahrscheinlich Hamburg gegen Japan. Das wird toll.
So, Folge Ende, deine Meinung, kannst auch dein Take jetzt aufmachen. Mein Take wird lange dauern und da müsst ihr mir alle zuhören bis zum Ende. So, ich fand die Folge vollkommen in Ordnung. Fand die auch wie gesagt, ich jetzt kein Meister. Ich meine, ich kenne die Story schon, das wird mich eh nicht aus den Fingern, aus dem Latschen hauen. Ja, von daher. Ich freu mich schon auf die Boxszene, ob Hyuga wieder blutet wie in Shins System original. Ich frage mich halt, würde ich das anders bewerten, wenn ich die Story nicht kennen würde und ich sage ja. Aber da ich die Story ja kenne, wo es hinausläuft, wird mich das nicht catchen. In dem Sinne. Ich habe es jetzt auch nur gesehen. Ich habe die Season 1 ja gar nicht gesehen. Jetzt habe ich es ja nur gesehen wegen des Talks, weil du den machen willst. Sonst wäre mir das halt sowas von egal. Mir nicht. 6 von 10 ist hoch. 6 von 10. Ja, ich würde 5 von 10 sogar geben, weil es einfach Durchschnitt ist. Es ist nichts unter den Erwartungen geblieben. Es ist nichts passiert, was über den Erwartungen war. Also für mich eine 5 von 10. Nächste Folge wird gut. Das Hamburg-Spiel. Ob das genauso gut ist wie Shin Captain Tsubasa. Daran werde ich die Serie dann festmachen. Ich fand das sogar in Road 2 gar nicht so kacke. Da ist ja auch Yuga durch die Gegend gekickt worden vom Kaiser-Tackling. Ja, ich fand's scheiße, weil da auch bei der Schlägerei kein Blut geflossen ist, wie im Manga oder in Shin City. Keine Ahnung, was da soll. Habe ich jetzt 5 Minuten für den Take? Ja, mach bitte. Ah, ich soll kurz warten, hat Shaq gesagt. Kacke. Oh Gott. Ich weiß nicht, was bei Shaq wieder kurz warten ist, aber eine halbe Stunde mit dem Hund ist. Ja, pass auf. Wir wissen ja alle, oder das ist mein Eindruck immer, vielleicht bestätigst du mich. Takahashi, habe ich das Gefühl, er schreibt einfach von Arc zu Arc, ohne danach zu planen. Aber wenn er jetzt Arc A schreibt, dass er noch gar nicht weiß, was in Arc B vorkommt. Das ist mein Gefühl. Er denkt immer, die nächste Arc ist quasi die letzte. Okay, ja. So, das ist mein Gefühl. Und wir sind doch alle uns bewusst, wie muss Tsubasa der Manga enden? Mit einer richtigen WM, oder? Ja. So. Also muss das doch das Ziel sein, worauf hingearbeitet wird. Und ich bin jetzt kein Storyschreiber, aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, die würden das 10 von 10 meiner Meinung nach besser machen. Und ich kam darauf, weil deiner Folge auch wieder was war. Es war Grundschul-Arc erstmal, würde ich komplett so lassen. Er verliert erst gegen Hyuga, das meinte ich, was Crashfan sagte. Man muss Heals aufbauen. Er verliert ja in einem Turnier gegen Hyuga, um dann am Ende zu gewinnen, ne? Also, das Gute besiegt das Böse. Doof gesagt, ne? Storytelling 1x1. So, und dann kommt für mich der riesige Fehler, was hier auch in der Folge war. Wir sehen ja die Mittelschule gar nicht, die 3 Jahre, ne? Ja, stimmt. Wie kann das denn da sein, dass er die 3 Jahre Mittelschule gewinnt? Realistisch, während im anderen Team Hyuga mit dem besten Keeper Japans ist und auch noch anderen guten Spielern, während Tsubasa halt nix hat. Es darf eigentlich nicht sein, dass er die da gewinnt und so ein Überspieler in der Zeit schon ist. So, was ich da anders gemacht hätte, da fangen wir mit dem ersten Punkt an. Lass doch Tsubasa mit Nankatsu im Finale mal gegen Hyuga verlieren. Man muss es ja gar nicht zeigen. Dann irgendwie im Halbfinale mal gegen Matsuyama ausscheiden. Was weiß ich, auf jeden Fall nicht gewinnen. So. Selbst wenn er am Anfang alleine war, ist er halt beim dritten Mal nicht alleine. Ja, ich muss kurz was dazu einlenken. Takashi hat ja die Antwort mal gegeben, warum das so ist, weil angeblich die Zuschauer das sehen wollen, dass er nur gewinnt. Ja, aber man sieht es doch gar nicht. Das ist doch das Problem. Wir sehen die Mittelschule ja überhaupt nicht. Warum kann er da denn nicht verlieren? Ja. Das ist das große Problem. Und selbst wenn er nicht alleine ist, wenn Hyuga alleine ist, ist Toho eine bessere Mannschaft als Nankatsu, weil das alles zusammengekaufte Megaspieler sind. Ist tatsächlich ist der erste große Scheich-Club sozusagen. So. Die kaufen sich alles auf. Deswegen ist Palkias Take schon mal Bullshit. Liege werden das Thema zweimal Hyuga war anfangs allein. Ja, aber im Toho-Team aber trotzdem, ist besser als die Toho-Akademie ist ja das Nonplusultra eigentlich. So. Warum machen wir das so? Weil dann haben wir nämlich das vorgebeugt, dass wir dieses dumme Unentschieden nicht haben. Das dumme Unentschieden haben wir doch in der Mittelschule nur, damit Hyuga nicht der größte Loser ist und weil Tsubasa halt nicht verlieren darf. So, haben wir da aber vorher established, dass Hyuga auch ein paar Turniere gewonnen hat, dann können wir doch im letzten Turnier Tsubasa gewinnen lassen. Warum? Weil dann zeigt man, dass Tsubasa auch mit einer schlechten Mannschaft sie zum Sieg führen kann gegen so ein übermächtiges Toho. Das haben wir jetzt in der Story gar nicht als Charakterentwicklungsarc, weil er doch eh jedes Jahr gewonnen hat. Das fehlt ja schon mal komplett, ne? Der Tigerschuss ist da auch egal. Keiner konnte einen Superschuss. Tsubasa konnte den Drive-Schuss auch erst im dritten Jahr. Das spielt auch keine Rolle. So, plus die Verletzungsarc hätte ich auch anders gemacht. Tsubasa darf sich erst im Finale verletzen. Warum?
Hyuga geht 3-0 in Führung im Finale mit dem besten Torwart Japans und kriegt es trotzdem nicht hin zu gewinnen. Das macht für mich einfach nur Hyuga statt einen gleichwertigen Konkurrenten zum Oberlappen. Der kann ja noch niemals gegen einen verletzten Tsubasa dann gewinnen. Mit 3-0 Führung. Wie soll ich dann Hyuga als gleichwertigen Gegner anerkennen? Das ist doch schon mal Bullshit. So, dann haben wir das, ne? Wir haben also nach meiner Rechnung dann, Hyuga hat ein paar Mal gewonnen, Matsuyama hat von mir aus einmal gewonnen, damit der halt auch nicht wie so ein Oberlappen wirkt. Was weiß ich. Irgendwie sowas. So, Shin würde ich lassen. Shin ist okay. Weil da haben wir ja gerade über Schneider auch gesprochen, dass der als Heel etabliert wird, er besiegt Gänse und sowas, ne? Alles in Ordnung, Shin. Japan, der Underdog, gewinnt die WM, weil Deutschland sie unterschätzt. Alles okay. Finde ich okay. Brasilien-Arc. Finde ich auch okay. Mit Santana und alles. Alles okay. Da steht noch mit einer angeschlagenen Kern gewinnt oder ein Kolk. Also, okay. So, dann. Eier, Eier, Eier. Oh, sorry. Kannst du wissen, was das heißt? Jetzt. Jetzt. Dann Asien-Quali fand ich ja, habe ich ja schon mehrmals gesagt, obwohl die komplett eigentlich irrelevant ist, weil die Nationalteams tauchen nie wieder auf. Fand ich eigentlich okay vom Power-Level her. Und dann kommen wir zum wirklich nächsten Riesenfehler, finde ich, ist World Youth. Weil, und jetzt kommen wir zum langsamen Storytelling. Japan ist ja schon U16-Weltmeister, ne? Mhm. Die gehen ja als Favorit dann quasi auch in die U20-WM rein. Nicht Favorit, aber weiß schon, als gutes Team. Nicht Underdog wie U16. Ja. Dann lass sie doch im Finale gegen Brasilien verlieren. Es ist doch scheißegal, ob sie jetzt die U16 und U20 gewinnen. Die U20 ist egal, ist jetzt nicht Olympia oder die richtige WM. Es ist dieselbe WM wie vorher, nur ein paar Jahre älter. Ja. Vor allem, warum? Weil wir kriegen mit Natoresa ja einen neuen Charakter, der ja später nach Spanien wechselt. Und wenn der Tsubasa besiegt, haben wir den ja auch schon mal established als gleichwertigen Gegner, ne? Genau. So wusste ich nach World Youth, Natoresa verliert ja gegen Tsubasa im richtigen. Warum soll der dann in Real Madrid ein Konkurrent sein, wenn er eh schon verloren hat? So, plus dann wird für mich noch in meiner Story wichtig, dass die halt gegen Brasilien verloren haben dann. Weil dann in Japan auch zum ersten Mal mit Tsubasa ein Turnier verliert. Stichwort Charakterentwicklung, ne? Die haben den Druck nicht standgehalten, waren zu schlecht, was weiß ich. Vor allem die U20 juckt keinen. Können sie verlieren. Dann haben wir ja die Barca-Story. Tsubasa wechselt nach Barca, Real Natoresa, ne? So, wird für mich dann auch spannender, weil Natoresa hat ja Tsubasa mal besiegt. Kann Tsubasa denn jetzt mit Barca Real Madrid besiegen? So, und da würde ich nämlich machen, dass Rival sich nicht verletzt. Die besiegen Real Madrid, gewinnen die spanische Meisterschaft, aber der Star ist Rival und Tsubasa ist halt sein Sidekick, ne? So, Tsubasa hat ja dann Natoresa besiegt, aber es ist immer dieser Haken, ah, der hat ja Rival dabei gehabt. Ja, also ist er wirklich besser als Natoresa, plus Rival ist ja eigentlich der Star der Mannschaft, ne? Also er besiegt zwar, aber nicht so ganz. So ein halbes Ding. Dann kommt als nächstes Rising Sun, ne? Golden 23. Ja, der Golden 23. Okay, das hat mit Tsubasa wenig zu tun, der macht ja mit. Deswegen. Dann kommen wir jetzt zu Rising Sun. Da ist für mich auch wieder der nächste Fehler. Es wird ja sehr wahrscheinlich drauf hinauslaufen, Brasilien, Japan, ne? Da sind wir uns ja einig. Mhm. Und du erinnerst dich, bei mir hat Brasilien ja gegen Japan gewonnen. Und du erinnerst dich auch, dass ich gesagt habe, das Finale muss eine richtige WM sein, ne? Ja. So, weil Olympia ist nicht so wichtig wie die richtige WM, die muss am Ende stehen. So, ich würde Japan in Rising Sun überhaupt nicht gegen Brasilien antreten lassen. Ich würde das Finale tatsächlich machen, Spanien-Japan. Und ich würde es auch nicht gegen Deutschland spielen lassen. Warum nicht nochmal statt Gruppenphase, warum nicht mal richtig gegen Holland? Dann nimm in der Gruppenphase von mir aus Argentinien, Portugal oder was weiß ich. Lass Brasilien raus oder die verlieren irgendwie gegen Spanien von mir aus. Und ja, stimmt, das wollte ich so. Brasilien verliert im Halbfinale gegen Spanien, weil da verletzt sich Rival erst. So, erst führt Brasilien, weil Rival ist der Beste der Welt, ne? Der ist ein bisschen besser als Michael. Verletzt sich dann und dann gewinnt Spanien wegen der Verletzung. Und Michael ist besser als Natoresa und Santana, was weiß ich. So, Deutschland würde ich auch rausnehmen. Machen wir Halbfinale gegen Frankreich. Japan ist doch egal, aber nicht gegen Deutschland. Wird auch noch wichtig. Pass auf, jetzt Finale in Spanien. Japan gewinnt halt, Tsubasa besiegt Michael, Michael beendet Karriere, gut ist. Na, geht zurück ins Kloster. Weil für die nächste Arc, und da sind wir jetzt weiter,
Das wären für mich jetzt die beiden finalen Arcs von Tsubasa. Verein und Nationalmannschaft, was ist das höchste jeweils? Champions League und WM, ne? Genau. Kommen wir zur Champions League Arc. Real Madrid ist raus. Wir haben ja nebenbei die Story mit, das haben wir ja in Next Dream, ne? Auch spanische Liga. Ja. So, jetzt ist das Ding ja, laut meiner Story, Rival ist jetzt erst verletzt, ne? Spanische Liga, Tsubasa übernimmt das Team. Jetzt, wie auch in Next Dream, ne? Mit Iniesta. Verliert von mir aus das Hinspiel gegen Natureza. Im Rückspiel ist Rival immer noch nicht fit. Tsubasa gewinnt, established sich als Kapitän. Rival gibt ihm die Kapitänsbinde, bla bla bla. Du bist jetzt der Leader hier, du hast uns zum Titel geführt. Ende der Saison ist Rival wieder fit, aber ist nicht wichtig für die Spanien-Story. Mhm. So, jetzt kommen wir zum Verein. Und er muss ja eigentlich gegen seine japanischen Rivalen nochmal antreten. Das geht ja nicht in der Nationalmannschaft, logischerweise. Deswegen wäre für mich jetzt, von mir aus Inter in der Gruppenphase ist okay. Und dann Achtelfinale Ajax gegen Misugi in Kreuzfurt. Viertelfinale Misaki Paris. Halbfinale Hyuga Juve. Finale muss Genso sein, ne? Warum Genso? Weil das ist der einzige Konkurrent, den er noch nie besiegt hat, ne? Ja. Das muss das Vereinsfinale quasi sein. Hm. Finale spielt Rival auch wieder, ne? Ist aber nicht verletzt, weil man muss natürlich Full Power Barca gegen Bayern haben, sonst ist lame. Aber es ist Tsubasas Barca jetzt und er führt die zum Sieg. So, wir haben established, dass der beste Spieler der Welt das Team an Tsubasa übergibt und er jetzt der Beste der Welt ist. Ne? Vorher dieses MVP in der Liga war Bullshit. Das hätte ich noch nicht gemacht. Sondern als finale Arc muss Nationalmannschaft WM sein. Cool. So, und da muss im Halbfinale Japan gegen Deutschland sein. Da haben wir das Rising Sun-Spiel dann quasi. Und Finale, und jetzt komme ich auf die U20-WM, ne? Ist endlich die Rache für die U20-WM, die sie verloren haben. Japan gegen Brasilien. Weil ich habe mir so überlegt, wenn noch eine WM kommen sollte bei Takahashi, wer soll denn da der Gegner sein? Weil Brasilien, Deutschland ist durch. Wurden jeweils bei den WMs besiegt, oder Rising Sun. Katar. Ja, vom, weiß ich nicht was. Aber es muss eigentlich Brasilien sein bei der richtigen WM. Plus, dann haben wir nämlich das finale Duell, der beste Spieler der Welt, Rival, gegen Tsubasa. Wir haben da Teresa Santana. Wir können, weil das ja eine richtige WM ist, ohne Altersbegrenzung, doof gesagt, ey, da kann bei Brasilien Ronaldinho vorkommen, Kaká, was weiß ich. So die letzten 20 Jahre sind ja quasi immer aktuell bei Tsubasa. Da spielen ja, Baggio spielt ja auch mit Ibrahimovic gefühlt, ne? So, und dann haben wir das Riesenfinale halt, Brasilien gegen, also Japan gegen die U20-Gewinner da Brasilien in Topform. Wir haben das Tsubasa-Team mit nur den jungen Japanern und wir haben das Brasilien-Team mit Santana, Natureza und Rival und Ronaldinho, was weiß ich. Und das muss das Finale sein und da besiegt Tsubasa dann auch mal ein Rival-Team und fertig. So, ich fasse das mal zusammen. Takahashi denkt, jeder Arc ist das Ende, deswegen wird Tsubasa immer gewinnen. So, fertig. Ja, das ist halt das Dumme. Und deswegen weiß ich nicht, wie er da noch jemals, weil es muss ja eigentlich eine WM als Finale sein. Aber es bleibt kein Team mehr übrig. Alle Top-Teams sind durch. Nochmal Deutschland, hätte ich dagegen. So, gut, wir beenden das, bevor wir die nächsten Folgen nicht mehr zu besprechen haben. Die Weepcap, super, 7 Minuten überzogen. Tut mir leid, ich habe nicht versucht, kurz zu fassen. Ich hätte noch mehr Takes. So, ich werde jetzt Chrono kurz raiden und wir sehen uns alle im Golf-Discord-Dingsbums hier in Discord hier. Golf habe ich extra Voice aufgemacht. Geil. Wer alles Golf spielen will. So, und jetzt raide ich Chrono kurz und dann spielen wir Golf. So, Kali raide ich nicht, weil er ein Frechter ist. Nee, das ist ein Arsch. 486er ist Chrono, ne? Beleidigt ihn alle bitte für mich, das wäre sehr nett. Aber nicht sagen, dass ich euch dazu gezwungen habe. Oh, Fliege schon weg. Okay. So, jetzt kommt der Wait. Erstmal gucken, was Chrono dazu sagt. Und ich bin off. Das Bogisch vor seinen Streams mehr herkommt und ein bisschen rumtrollt. So, dann ist jetzt hier die.